Herzlich willkommen zurück hier bei einer weiteren Folge Opa zockt Minecraft. Wir verbrauchen immer noch ein bisschen zu wenig, ein bisschen zu viel. Aber jetzt können wir schlafen. So, pass auf. Nochmal als Ankündigung. In 2 Tagen, also Freitag, 1. Juli, Minecraft Gamers Day bei mir auf dem Kanal hier merken. Das heißt, am Freitag kommt von 8 bis 18 Uhr jede Stunde ein Minecraft-Video. Beziehungsweise halt um 8 Uhr, um 9 Uhr, um 10 Uhr, um 11 Uhr. Um 12 Uhr kommt Factorio Shader Mega Mod Pack. Um 13 Uhr Minecraft, 14 Uhr Simutrans und dann wieder um 15, 16, 17 und 18 Uhr Minecraft. Merken. An dem Tag wollen wir richtig viel schaffen. Das ist der erste Gamers Day. Und ja. Wir schauen mal, was möglich ist. Du bist schon fertig? Opa! Du Trottel! Ne, das sind die 8000er, das sind die 200er, das sind die 800er. Oh. Das müssen wir auch nochmal anders regeln dann. So, also das brauchen wir nicht mehr, das brauchen wir nicht mehr, das brauchen wir nicht mehr. Die brauchen wir noch. So, uns ist das Holz ausgegangen. Ach, warte mal. Wir haben ja hier Holz drin. Dann können wir Andreas mal wieder füttern hier oben. Wir haben nur noch Holz. Die weiß ein bisschen schön. Ah, ich glaube, durch den da hinten haben wir jetzt das Problem, dass wir auf der Leitung zu viele Channels haben. Hoch. Mal gucken. Genau, auf der Leitung haben wir jetzt 2 Channels. Nee, das ist ja komplett was anderes. 1, 2, 3, 4, 5 Channels. Sechs, sieben, acht. Ach so, ja. Das, oh, Jetpack ist leer. Das ist natürlich zu viel. Cable. Tja. Warte mal, wir brauchen erstmal einen Schluck Strom fürs Jetpack, falls wir noch was da haben. Sieht nicht so lange aus. Haben nichts mehr. Ja, 16% für uns. Wir verbrauchen schon extrem viel Strom. Du hast 2. Können wir auch gerade nichts abklemmen.
Oder wenn wir den jetzt mal abklemmen. Reicht das schon? Müssen wir Andreas doch nochmal wegballern hier. Warte mal. Hat das jetzt abgebrochen? Einundfünfzig müssen wir jetzt noch mal machen. Einundfünfzig, next. Start. Komme ich da nicht ran? Ach so, der ist jetzt offline gegangen. So, dann klatschen wir den nochmal wieder ran. Und setzen den Monitor wieder. Ne, den hier. Schmeißen wir das wieder alles rein. Den rein, den Refined Iron, der kann in die Rolling Machine. Dann verbraucht die auch noch wieder Energie. Wir haben eine Energiekrise. Worum wir uns hier gerade kümmern. Ah, okay, wir hatten gerade mal wieder ein bisschen was hergestellt, ein bisschen zu viel. Jetzt kommt die Rolling Machine ran. Na gut, die hört jetzt ja auch gleich wieder auf. Gut, der Induction Smelter läuft ja. So, gib mal her. Dann fangen wir nämlich an, hier schon mal den aufzubauen. Wo jetzt natürlich hier eine Energieladung im Weg liegt. Die muss weg. So, Energieleitung. Die kommt jetzt hier lang. Noch weg. Komm, gib her. Dahin und in die brauchen wir noch. Achso, und die natürlich auch noch.
Sie hier. Energieleitung dahin. So, du wieder daran. Jetzt können wir hier unseren Boiler weiter basteln. So, wird langsam. Wobei wir dafür wahrscheinlich nicht genug Power haben. Das heißt, wir brauchen definitiv müssen wir jetzt gucken nach Planter und Harvester. Dann machen wir es mich gleich richtig. Das heißt, eine zweite Baumfarm. Das heißt, wir brauchen eine für eins die Baumfarm, ein für Baumwolle und einen für Dings. Das heißt, wir brauchen drei Planter, drei Harvester. So, dafür fehlt uns, haben wir nur das und das. Die Kupferzahnräder. Davon können wir dann nur 20 Stück machen. Ne, können wir nicht machen. So, wir brauchen Plastiksheets, wir brauchen Rohrplastik. Rubber. Rubber. Wir haben nur den, wir haben mal eine Plastik gemacht. Wir haben ganz schön viele Eier. Auf jeden Fall brauchen wir Flowerpots. Brick. So, wir sollten vielleicht mal hier rangehen. Brick. Eins, zwei. Drei Flowerpots. Die kriegen wir hin. Redstone Reception Coil. Haben wir noch. Wir brauchen eine Machine Frame. Dafür brauchen wir Zinngears. Mach davon gleich mal 16. Und davon gleich mal 6, weil ich glaube, die brauchen wir für die Harvester auch. So. Dann fehlt das uns links, unten, rechts. Genau, die Kappa Gears. Die machen wir dann, wenn wir das hier haben. Das ist gleich durchgelaufen. Und dann fehlt uns da nur noch das Plastik. Diese Plastik-Sheets. Rohrplastik. Rababa. Ah! Rohr, Rababa. Den vielleicht sollten wir den Rubber Sapling. Sollten wir vielleicht mal hier mit reinbasteln.
dass wir da mal ein paar mehr von kriegen. So, schmelzen. Rein damit. So, du kannst durchrödeln. Dann können wir. Dann der weg, der weg, der weg. Die Frühdachs können auch erstmal weg. Rubberbars. Das heißt, die Rubberbars können wir gleich dann wieder schmelzen. Rödel, 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 rödel. So, die gleich wieder oben rein. Das Ding nochmal schmelzen. Dann haben wir Rohrplastik. Da kriegen wir auch aus einem einen raus. Könnte das sogar eventuell sogar schon reichen? Ich weiß es nicht. So, du rödelst hier schön fein durch. Du machst das wie. So, das ist durch. Refined Iron ist durch. So, 20 davon starten. Refined Iron her, bitte. So, du kannst schon mal damit rein. Dann kannst du das durchrödeln in der Zeit. Energie haben wir noch 300.000 RF übrig. 1600 haben wir da. Oh ne, das ist falsch. So, Rohrplastik. Die können wir gleich mal hier. Im Inventar durchrödeln. Plastik-Sheets. Zack, zack. 1, 2, 3 Planter. Das alles fehlt. Gold hier in der Axt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Invar-Äxte. Shears brauchen wir. 1, 2, 3. Und es fehlt noch der 2 Goldzahnräder. Sechs. Und 1, 2, 3. So, jetzt brauchen wir natürlich noch Upgrades dafür. Und zwar diese hier. Quarz, Diamond, Platinum, Emerald. Diamond. Wie viele Diamonds haben wir denn? 52. Wir brauchen 3, 6, 8 Stück. 8, 16, 24. 24. Rohrplastik.
Santa Lupe. Können wir uns noch nicht leisten. Ja, können wir uns alles nicht leisten, weil wir dafür. Nee, warte mal, was war das? Boah, Plastik. Eins, zwei, drei, vier. Marvel. Oh, Plastik. Eins, zwei, vier. Acht brauchen wir davon. Was fehlt denn jetzt da in der Mitte? Gold Nuggets. Die können wir herstellen. 100 Stück. Sechs Stück haben wir. Also für die neun haben wir auf jeden Fall schon mal. Schlafen gehen. Ja, schlafen ist jetzt im Moment noch ziemlich wichtig, damit unsere Solarpanels laufen. Ansonsten kann man das schon wieder fast ignorieren. Du hast nämlich gar kein Upgrade drin. Das war der Hopper. Der Planter hat ein Gold-Upgrade drin. Der ist nämlich auch fast leer gelaufen. Pass auf, ich geb dir den mal ganz kurz. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Doch, jetzt macht er was. Also wir brauchen noch zwei Upgrades. Oh, warte mal. Genau, ich wollte es gerade sagen. Das Jetpack ist daher. Und dann brauchen wir. Sorg mal alles aus hier, was wir noch haben. Danke. Aber das lohnt sich auch schon mal. 53%. Weil jetzt braucht man nämlich auch. Für die ganzen Farben Platz. Ja, hier ist ein Chunk, der ist wirklich bescheiden. Das heißt, wir müssen irgendwo Platz machen. Und das am besten nach Norden raus. Ja, fast schon das Netherportal weg. Hier. Hier. Haus weg. Und an dem Platz hier nutzen. Und da setzen wir dann. Farmen. Eine zweite Baumfarm. Hier neben eine Baumwollfarm. Und eine Dingsfarm. Genau. Sollte passen. Dann lassen wir nämlich die eine jetzt leer laufen und dann geht das schon richtig rund hier. Ach so, ich habe auch nachgeguckt. Ein Boiler, 18 Dynamos. Also es passt genau. War ich richtig informiert. Das heißt, das gleiche dann hier neben nochmal.
Ja, aber damit sollte das erstmal für diese Folge gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ich war der Opa und sage Tschüssikowski. Bis zum nächsten Mal.